Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ich begrüße euch zu diesem Video bei Mike's News. Ja, hier geht es auch wieder um das Thema Schüler, Schule, Kinder, Lehrer, Lehrkräfte und unser allseits beliebtes RKI. Das RKI empfiehlt jetzt allen Ernstes bis Frühjahr 2020 Testpflicht und Maskenpflicht in den Schulen. Wertes RKI, werte Schulminister, werte Kultusminister, werte Lehrkräfte, werte Direktoren, alle, die daran beteiligt sind. Hör mal, habt ihr einen Schuss an der Waffel? Das kann ich doch ja mittlerweile echt nicht mehr formulieren. Ihr klaut den Kindern jetzt dadurch 2 Jahre, von denen fast 1 Jahr Schulentzug stattgefunden hat. Und ihr wollt jetzt noch weiter belasten? Hör mal, habt ihr ein Rad am Wandern oder was? Ihr klaut, wir gehen mal davon aus, 10 Schuljahre. Ein Fünftel davon habt ihr den Kindern versaut. Ein Fünftel dieser Schulzeit belastet ihr die Kinder mit euren Spielchen, die ihr getragen habt, die auf wissenschaftlich sehr fragwürdiger Basis stehen. Wir sehen andere Länder, in denen der Schulunterricht ganz normal stattgefunden hat. Komisch, dort lese ich nichts von einer Übersterblichkeit der Kinder durch C-Virus. Ich lese dort nichts mit übermäßigen Krankheitsbildern oder ähnlichem. Eher im Gegenteil. Das, was ihr fabriziert, das wird dazu führen, dass die Kinder, die jetzt seit 1,5 Jahren in der Schule sind, die jetzt also quasi das 2. Schuljahr beenden, diese Kinder habt ihr vollkommen zerstört. Denen fehlen so viele wichtige Punkte in der Entwicklung, soziale Entwicklung, der schulischen Entwicklung, da wollen wir gar nicht mal von fragen. Da sind jetzt Studien aufgetaucht, die ganz klar belegen, dass das im Endeffekt wie Schulferien den Effekt hat, was ihr da fabriziert habt. Ihr seid schuld, wenn die nächste Generation, auf gut Deutsch gesagt, nachher depressiv wird, Drogen, Alkoholprobleme und allen Scheiß bekommen wird. Da seid ihr mit verantwortlich für, weil ihr das Ganze mitgetragen habt. Und jeder, wenn ich mich recht erinnere, gehört zu einem Lehramtsstudium. Das Fach Pädagogik. Und wenn ich mich nicht täusche, sollte man da eigentlich mal ein bisschen aufgepasst haben. Und zum Thema Psychologie, auch da sehen wir, die Kinder- und Jugendpsychiatrien sind überlaufen. Und ihr fokussiert das noch weiter? Ihr seid mit Schuld daran. Macht euch das mal bewusst. Ihr malträtiert die Kinder mit den Auflagen, die ihr im Unterricht haltet. Und dann fordert ihr allen Ernstes, dass diese wissenschaftlich fragliche Aussage mit den Masken, dass das weitergehen soll. Also ihr habt echt ein Ei am Wandern. Hast ihr Kinder oder warum macht ihr das? Bedenkt bitte auch mal eine Sache bei der ganzen Geschichte. Wer bezahlt nachher eure Rentenansprüche? Das werden die Kinder sein, die ihr jetzt so quält. Und wer weiß, ob wir da nicht nachher in einen Konflikt reinkommen. Was ihr mit den Kindern veranstaltet, das ist ein schlechter Witz. Wir als Eltern, wir baden das aus. Die Kinder- und Jugendpsychologen, die Kinder- und Jugendpsychiatrien baden das aus, nicht ihr. Was ihr macht, das ist ein Unding. Ich behandle tagtäglich, seit Jahren, Menschen, die in den Chemiebetrieben unter Atemschutz gearbeitet haben. Diese Menschen betreue ich jeden Tag mit chronischen Lungenentzündungen, mit Atemwegserkrankungen verschiedenster Okutür. Das ist mein Arbeitsfeld. Ich sehe, wo das hinführen kann. Und da reden wir über Menschen, die im Erwachsenenalter damit gearbeitet haben. Wir reden nicht über Kinder, die mitten in ihrer Entwicklung diese Dinger tragen müssen. Die mitten während ihrer Entwicklung da die ganze Zeit diese Mikropartikel, die diese Masken von sich geben, einatmen. Ich rede noch nicht mal unbedingt über Totraumvolumen. Ich rede nicht unbedingt über CO2-Rückatmung. Nur alleine diesen Partikelwurf, den diese Masken haben. Mikrofaser in der Regel. Ihr müsst ja nur mal so eine Maske nehmen hier und schüttelt die mal vor einem dunklen Hintergrund. Und achtet mal drauf, was da rauskommt. Ihr seid mitverantwortlich dafür, wenn unsere Kinder nachher chronisch krank werden durch die Scheiße. Wenn die Lungenprobleme bekommen, wenn die Atemprobleme bekommen. Da seid ihr mitverantwortlich für. Könnt ihr mit dieser Schuld, könnt ihr euch das vorstellen, damit zu leben?
Werdet eurer Verantwortung bewusst, die ihr für unsere Kinder habt. Werdet euch darüber wieder im Klaren, dass auch ihr als Lehrkräfte ein Remonstrationsrecht habt. Und gnade euch Gott, wenn da nachher irgendwas passiert und die Eltern eventuell mal auf die Barrikaden gehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es genug Eltern gibt, die mittlerweile durch diese anderthalb Jahre anhaltende Situation mit Kindern zu Hause, mit Homeschooling, mit Überforderung, mit eventuell noch Job- und Existenzverlust. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Menschen irgendwann, dass denen die Hutschnur platzt, dass denen irgendwann die Beherrschung ausgeht. Und dann will ich nicht wissen, was dann passiert. Ihr beteiligt euch daran mit. Und ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr diese Informationen nicht bekommen habt. Wir leben in einer Zeit, ihr macht Google auf, gibt Suchbegriffe ein und findet verschiedenste Einträge dazu. Und ihr könnt das sondieren. Zum Beispiel RKI, Atemschutz, Infektionsschutz. Da gibt es entsprechende Seiten, die sagen, das und das sind die Vorgaben. Guckt euch das mal an. Googelt mal Kinder- und Jugendpsychiatrien. Da findet ihr Artikel von der Süddeutschen Zeitung und alles seriöse Medien. Schaut es euch an, was ihr da mittragt. In dem Sinne, meine Lieben, schreibt mir eure Meinung dazu unten in die Kommentare rein. Teilt dieses Video gerne weiter. Ich werde hier drunter auch noch ein, zwei Artikel verlinken zu diesem Thema Maskenpflicht, Schulen und Schüler und Lehrer und so weiter. Weil langsam ist die rote Linie ist so dermaßen überschritten. In einem kritischen Live, meine Lieben, nächste Woche, Freitag, was ist das? Der zweite müsste das sein, 2.7. werden wir über das Thema Möglichkeiten, dem Ganzen zu entgehen, mal sprechen. Ich weiß, einigen werden die Vorschläge, die da kommen, nicht gefallen, aber das ist mir auch egal, weil es gibt ein paar Möglichkeiten und die werden wir in diesem Live besprechen. In dem Sinne, meine Lieben, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Liken, teilen, kommentieren. Gerne auch abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und in dem Sinne, bis zum nächsten, euer Mike.